Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Das Leben ist mehr als nur die materiellen Aspekte. Wir sind mehr als nur die materiellen Aspekte. Wenn du genau schaust, würdest du einen Banyanbaum sehen. In diesem kleinen Sämchen ist ein Baum. Wenn wir das setzen, wächst ein Baum mit so vielen Früchten, mit unendlich vielen Samen. Denn dieselbe Lebenskraft, die in diesem Samenkorn ist und überall in der Welt aus den Samenkörnern, die Samenkörner platzen lässt und die Pflanzen hervorgehen lässt, dieselbe Lebenskraft ist auch in dir. Dieselbe Lebenskraft, die das ganze Firmament, das ganze Universum hervorbringt, dieselbe Lebenskraft ist auch in dir und dieselbe Lebenskraft bist du. Tatvam Asi, das bist du. Wie wird Information wirklich zu Wissen? Wissen, das auf wirklich Information beruht, führt zu Transformation, zu einer Horizonterweiterung und letztlich auch eben zu einer Transformation, Überwindung von Spaltung und Einseitigkeit. Also wenn wir etwas verändern wollen, aber an den alten Denkmustern festhalten, dann ändert sich's nicht. Wenn wir heute gleich denken wie gestern, wird sich da was verändern? Nein. Wir müssen neue Gedanken annehmen, Dinge, die wir noch nie gedacht haben, Dinge, die wir für unmöglich hielten.